Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute geht's um meine persönlichen Highlight-Spiele des Frühjahrs 2024 für den Bereich Kenner- und Expertenspiele. Hier sind sie. Viel Spaß dabei. Ja, wie versprochen, über die Familienspiele habe ich ja schon ein Video früher berichtet und da eben meine Liste veröffentlicht. Jetzt kommen 11 Spiele, fünf davon im Bereich Kenner, 6 davon im Bereich Expertenspiele, die ich jetzt im Frühjahr auf meiner Liste stehen habe. 1, 2 sind, glaube ich, noch gar nicht erschienen, beziehungsweise sind kurz vor Erscheinen. Nichtsdestotrotz mag ich sie nicht unerwähnt lassen. Und wie gesagt, es sind die Spiele, die aus meiner Perspektive jetzt im Frühjahr erscheinen. Ich habe jetzt die Spiele aus dem Herbst da eben nicht erwähnt. Bei einem Spiel, da komme ich gleich nochmal drauf, weiß ich, dass das so ein Grenzfall ist. Wann ist es jetzt tatsächlich genau erschienen? Ich habe es jetzt mal in das Frühjahr hineingelegt. Los geht's zunächst einmal mit den Kennerspielen und da ist auf der in der alphabetischen Reihenfolge, ich habe jetzt auch hier kein Ranking gemacht, wie gesagt, ich habe ja noch nicht alle Spiele tatsächlich gespielt, von daher wäre das ein bisschen unfair, Spiele eben halt auf ein Plateau oder auf ein Podest zu heben, ohne dann eben halt selber einen persönlichen Eindruck zu haben. Ich habe es tatsächlich mir in Nürnberg kurz erklären lassen, Botanicus von Hans im Glück, ein Spiel, was im unteren Kennerspiel, fast schon Familienspielbereich startet, aber eben halt mit Komponenten also bis zum Expertenspiel sogar anwachsen kann. Deswegen habe ich es jetzt mal einfach in die Kennerspielliste hineingepackt. Kommt auch wieder mit wunderschönem Material. Hans zum Glück ist ja im Moment auch gerade sehr stark dabei, das Material möglichst umweltneutral bereitzustellen. Und wir sind Gärtner an der Stelle und müssen auf 3 verschiedenen Leisten uns fortbewegen. Das machen wir durch einen recht interessanten Einsatzmechanismus, wo wir uns dann dementsprechend entscheiden, auf welchen Leisten wir dementsprechend vorangehen. Und je nachdem, wie hoch wir uns entscheiden, ist die Aktion etwas schwächer. Wir haben aber im nächsten Runde die Möglichkeit, dann als Erster wieder eine neue Entscheidung für uns zu fällen. Mechanismus kennt man auch aus anderen Spielen. Ja, und das Ziel ist eben halt, möglichst interessante Gärten bereitzustellen, in die verschiedene Besuchergruppen hinein wollen, die wiederum Interessen geäußert haben. Und diese gilt es dann dementsprechend zu erfüllen. Chronofall ist ein Spiel vom kleinen Kölner Verlag Ornament Games, was ich eben auch schon ausprobieren konnte, ist eher im gehobenen Kennerspiel, unteren Expertenspielbereich vielleicht schon anzusiedeln. Ich habe es jetzt mal in die Kennerspielliste mit hineingepackt, wird seine Premiere, also auch zum Verkauf auf der Spiel doch in Dortmund haben. Wir haben hier ein kooperatives Spiel auf einem 20x20 Raster, wo wir einen Schutzschild aufbauen müssen, denn die Menschheit hat sich sehr intensiv mit verschiedenen Zeitverschiebungen beschäftigt und das führt dazu, dass eben halt weitere Risse entstehen. Je tiefer man eben halt in die Materie eintaucht, umso mehr manipulierbar ist das Ganze, aber eben halt auch zu unserem Schaden. Und das Ziel ist es jetzt, automatisierte Schiffe, die zwischen Planeten und der Erde unterwegs sind, deren Weg möglichst frei zu halten, damit die Materialien, die dort abgebaut werden, auf die Erde kommen, damit der Schutzschild auf der Erde eben halt uns dann vor diesen verschiedenen Zeitrift-Konstellationen schützt. Dazu kommen schwarze Plättchen permanent auf den Spielplan. Immer wenn jemand dran ist, also wir spielen ja kooperativ, also immer wenn jemand dran ist, passiert erstmal ein Ereignis. Über das Ereignis kommen neue Plättchen auf den Spielplan und verstopfen so nach und nach die Wege. Wir selber sind Piloten eines Raumschiffs mit leicht asymmetrischen, unterschiedlichen Bedingungen und versuchen dementsprechend dann eben halt hier das Ganze zu erforschen über einen Tech-Tree, um eben halt Ereignisse, die zukünftig stattfinden, variabel gestaltbar zu machen.
Also je tiefer wir in die Materie eintauchen, je mehr Wissen wir haben, umso mehr haben wir auch Möglichkeiten, beispielsweise zukünftige Ereignisse zu beeinflussen und diese dementsprechend zu vertauschen. Wir haben mehr Möglichkeiten, diese schwarzen Rifts, die auf dem Spielplan kommen, eben halt wieder zu beseitigen, um diese Raumschiffe oder Transporter dann durchlaufen zu lassen. Hat mir sehr gut gefallen, ist aber schon ein ziemlich knackiges, kooperatives Spiel. Wird auch ein paar Module dabei haben, sodass da noch mehr Abwechslung da drin ist. Schwingenschlag habe ich ja selber schon ein Video gemacht, blende ich hier gerne auch nochmal ein. Ein Erklärungsvideo für mich, tatsächlich so ein Flügelschlag 2.0. Auch wenn ich persönlich das Drachenthema nicht so mag, das ist so mein größter Kritikpunkt an dem Spiel. Ansonsten macht das Spiel extrem viel richtig. Diese Eierdiskussion, die wir bei Flügelschlag haben, gibt es hier an der Stelle nicht mehr. Wir haben wesentlich mehr Einflussmöglichkeiten, der Glücksfaktor ist reduzierter, auch den Würfelturm gibt es an der Stelle nicht mehr. Also ich habe hier mehr Möglichkeiten, eben halt an die Ressourcen auch ranzukommen, die ich möchte und muss mir hier so kleine Engines aufbauen. Habe diesmal aber nicht nur Vögel, die ich hinlege, sondern auch Höhlen, die ich dementsprechend vorher platzieren muss, die mir wiederum neue Ressourcen bringen. Und habe pro Runde, wir spielen vier verschiedene Runden, erstmal 6 feste Züge, die ich nutzen kann. Habe aber Möglichkeiten, mir zusätzliche Züge in den Runden zu erspielen. Auch das gibt nochmal einen zusätzlichen Kick und Reiz. Wie gesagt, bis auf das Drachenthema finde ich Schwingenschlag extrem gelungen. Terra Pyramidis ist ein Spiel, was Anfang des Jahres herausgekommen ist. Wir haben hier ein ja, eher abstraktes Pyramidenspiel, aber doch plastisch auch sehr nett anzusehen. Und wir platzieren dementsprechend Plättchen, die wir auf der Hand haben, in ein Feld hinein und profitieren dann von den jeweiligen Ketten und Reihen, die wir dann dementsprechend für uns freischalten. Und diese Aktionen, die wir dort, wo wir das Plättchen platziert haben, für uns nutzen, nutzen wir, um beispielsweise in den Pyramidenbau einzusteigen und Pyramiden für uns zu deklarieren, auf einer Flussleiste, nicht ganz so unwichtig, voranzukommen und verschiedene andere Aktionen, um eben halt auf anderen Leisten vorzukommen, für uns positiv nutzbar zu machen. Ja, das Spiel kommt direkt mit 2 Modulen. Ich habe es tatsächlich nicht ohne die Module ausprobiert, sondern direkt mit beiden Modulen. Hat mir sehr gut gefallen. Ohne die Module kann man es ein bisschen reduzierter spielen. Ich für meinen Teil würde es allerdings, könnte mir das nicht vorstellen, ohne diese beiden Module auszuprobieren oder nochmal auszuprobieren. Hat mir sehr gut gefallen. Ein schönes, abstraktes und doch nettes thematisches Spiel, was wir hier von Hoch bekommen haben. The Veil of Eternity gehört mit Sicherheit auch zu den besseren Spielen, auch wenn ich es nicht ganz so gehypt sehe, wie es noch zu Essener Zeit war. Wir haben hier einen Engine Builder, der von Mal zu Mal zunimmt, denn die Auslage, wo wir eben halt Karten hineinspielen, steigert sich in den 10 bis zu 10 spielenden Runden. Bis zu 10 sage ich deshalb, weil das Spiel auch früher enden kann, denn wenn eine Person eben halt eine bestimmte Anzahl an Punkte erzielt hat. So, und in der Auslage, das ist ein bisschen unübersichtlich, also man muss schon sich intensiver mit dem Spiel beschäftigen, um die Karten zu kennen, zu verstehen, auch das untereinander Mitwirkende hinzubekommen, ist am Anfang der Einstieg nicht ganz so einfach aus meiner Sicht. Schwierig vor allen Dingen, wenn dann auch noch die Spieler unterschiedliches Wissen über die Karten haben. Aber wenn das alles mal soweit geregelt ist, dann haben wir doch hier einen sehr netten, schnellen Engine-Builder vor uns, der auch durchaus reizvoll ist und wo es auch mal Spaß macht, tatsächlich 2 Partien direkt hintereinander zu spielen, um eben halt aus dem vorherigen noch weiter zu lernen. Ist erschienen bei Pegasus und gehört für mich noch in die Spiele der Kennerspiele hinein. Ja, Expertenspiele. Da habe ich jetzt 6 Spiele eben halt hier für mich gelistet. Zum einen Amritsar. Das Spiel hat der Tim ja auch schon bei uns rezensiert, kam bei Ludonova im letzten Jahr heraus, ist jetzt auf Deutsch bei Asmodee erschienen. Und hier haben wir schon ein relativ komplexes Spiel, wo es um einen Tempelbau in Indien geht, das Heiligtum der da vor Ort befindenden Religionsgemeinschaft. Und wir müssen mit Elefanten dementsprechend ja um einen Parcours herumlaufen, dadurch verschiedene Aktionen auslösen. Und das Spiel sieht auch optisch sehr, sehr nett aus, gehört für mich deswegen auch, also nicht nur wegen der Optik, sondern auch wegen des Spielens, aber es ist schon
anspruchsvoll. Also es ist nicht so ein Spiel, was man mal so an 1,5 Stunden runterspielt. Da gehört schon einiges mehr dazu. Anachrony ist für mich ebenfalls ein Spiel. Das war das, was ich am Anfang meinte, was bei Skellig Games ja jetzt erscheint. Also wir sind da im Zugang, auch für die deutsche Version. Ist ja schon seit längerem auch auf Board Game Arena spielbar. Dort sind im Moment meine ersten Erfahrungen mit dem Spiel. Und wir haben eben halt hier einen besonderen Worker Placement Mechanismus, beziehungsweise einen mit Worker Placement Mechanismus gekoppelten Mechanismus, dass ich mir Ressourcen in die Vergangenheit oder aus der Vergangenheit schicken kann, die ich dann aber auch am Ende wieder bezahlen muss, um halt einen möglichst geringen Malus zu kassieren. Ich finde sehr stark schön ineinander verwobenes Spiel, hat mir bisher sehr gut gefallen und ich freue mich tatsächlich jetzt das Spiel irgendwann auch mal physisch in Händen zu halten, also die deutsche Variante. Die Ratten von Vista erscheint jetzt auch demnächst beim PD Verlag, ist ja im letzten Jahr bei Cranial Creations herausgekommen. Da konnte ich schon den Prototyp spielen. Deswegen freue ich mich jetzt erstmal auf die deutsche Ausgabe. Ist für mich auch noch im unteren Expertenspielbereich angesiedelt. Wir haben Ratten und müssen einen eigenen Familienstamm aufbauen. Und das Schöne ist, so ein Mechanismus in einem Rondell oder beziehungsweise in einem Kreisform, der sich eben halt auch von Runde zu Runde so ein Stück weit verändert. Dort setzen wir eine große Ratte rein und müssen die Aktionen eben halt multiplizieren mit den kleinen Ratten, die dort vor Ort sind. Also habe ich jetzt keine Ratte drin stehen, habe ich halt Pech gehabt, denn dann passiert da nichts. Ich muss also auch gucken, wo ich diese kleinen Ratten platziere, von denen ich mir im Laufe des Spiels immer mehr ja auch erspielen kann. Und so greifen verschiedene nette, verzahnte Mechanismen ineinander, dass ich eben halt meinen Bau pflege, erweitere um Bettenpositionen, damit neue kleine Ratten zur Verfügung stehen, die mir wiederum dann im Aktionsrad mehr Möglichkeiten verschaffen. Gleichzeitig habe ich noch einen schönen zusätzlichen Spielplan, denn mit meinen Ratten erkundige ich noch ein Haus und versuche dort verschiedene Boni, verschiedene Sachen zu erfüllen, Boni abzugreifen, in verschiedenen Räumlichkeiten mich breit zu machen. Und ja, doch ein sehr schöner Mechanismus. Dune Imperium Uprising ist ebenfalls ein Spiel, was ich schon auf Englisch ausprobieren kann, wird dann demnächst auch auf Deutsch erscheinen und ja, spielt tatsächlich thematisch so jetzt auch in Dune 2 mit den Raketenwürmern, die da auch nochmal eine besondere Rolle spielen. Also für mich ist es tatsächlich das Dune Imperium 2.0. Wir haben viele Elemente, die wir aus Dune Imperium kennen, und das Ganze wird nochmal um bestimmte Komponenten erweitert, die wir eben halt nutzen können. Für mich wäre es so, dass ich eigentlich nur noch dieses Dune Imperium Uprising spielen würde und mich gegen das klassische Dune Imperium, was ja vor 2 Jahren rausgekommen ist, entscheide. Freue mich sehr drauf, dieses dann dementsprechend auch auf Deutsch spielen zu können. Und für alle, die den Film gesehen haben, die werden halt hier auch viele ja, Parallelen zum Film wiederfinden, was ich dann auch thematisch nochmal sehr, sehr gelungen finde. Evacuation von Delicious Games bzw. Pegasus ist dann das vorletzte Spiel, was ich eben halt im Bereich der Expertenspiele nochmal mit auf den Plan rufe. Wir müssen von der Erde evakuieren, weil dort die Ressourcen ausgehen und das Ziel ist, einen neuen Planeten zu besiedeln. Und das spiegelt sich halt auch im Spielplan wieder, der so wie so eine ja, liegende Acht angelegt ist. Hier die Erde, da der neue Planet und dazwischen eben halt die Flugkurve dorthin. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass wir auf der Erde Ressourcen haben, die es auf diesem neuen Planeten nicht gibt. Und wir müssen dementsprechend hier Ressourcen auftun, um den Abflug zu organisieren und hier aber eben halt eine neue Industrie, neue Infrastruktur aufbauen und dementsprechend dort neue Ressourcen ergründen. Wir haben so also ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Ressourcenkategorien und das ist eigentlich auch an der Stelle eher neuartig und gefällt mir dort.
Ja, letztes Spiel ist für mich ein Spiel, wo ich, das habe ich jetzt kürzlich erst bekommen, also auch noch nicht gespielt, nur viel drüber gelesen. Anleitung ist auch relativ umfangreich, ist aber ein Spiel, was mich thematisch im Moment halt einfach reizt. Nicht, weil ich jetzt ein besonders gläubiger Mensch bin, aber weil ich halt dieses historische, geschichtliche und dazu eben halt das Religiöse damit hineinnehmen mag. Die Rede ist von Jerusalem. Was bei Strohmann Games erschienen ist und wir dementsprechend ja die Geschichte des letzten Abendmahls so ein Stück weit nachempfinden oder nachspielen. Inwiefern das jetzt alles ja, so abläuft, dass sich niemand, der sehr stark religiös ist, dadurch abgeschreckt fühlt, das kann ich aktuell noch nicht beurteilen. Aber das, was ich so von den Regeln wahrgenommen habe, finde ich es auf jeden Fall sehr spannend, eben halt so ein Thema tatsächlich spielerisch auch umgesetzt zu sehen. Material hat mich schon mal sehr begeistert, habe gerade ganz viele die Figuren schon mal beklebt, die dafür notwendig sind. Für mich gehört es aber deswegen definitiv auf diese Reihe der Spiele, die ich dort entsprechend spannend finde. Ja, und da fällt mir dann tatsächlich noch zum Schluss das Rituals ein, was ebenfalls bei Strohmann Games als erstes Spiel erschienen ist. Das wäre eigentlich so ein Spiel, was ich auch noch in die Kennerspielliste aufnehmen würde. Habe ich allerdings noch nicht vorliegen, ist auf dem Weg zu mir. Aus dem Shop heraus. Das habe ich mir da bestellt und freue mich drauf, dieses auch auszuprobieren. Auch wenn auch hinten drauf Familienspiel steht, ist es, glaube ich, von der Komplexität doch eher ein Kennerspiel. Das waren meine persönlichen Highlights des Frühjahrs. Wie gesagt, das ist nicht gleichzusetzen mit dem, was vielleicht dann auf der Empfehlungsliste des Kennerspiels oder Nominierung für die Jury steht. Dazu machen wir im Mai nochmal ein separates Video mit Tim und Karina und lassen natürlich auch die Expertise von Nina und Björn dort einfließen. Das sind im Moment erstmal nur die Neuheiten und in Teilen, wie gesagt, auch gar nicht gespielt, sondern eher die Vorfreude, das, was ich aus den Anleitungen gelesen habe, wo ich für mich sage, das könnte ein spannendes, interessantes Spiel sein. Solltet ihr noch andere sehen, die ich jetzt total nicht auf dem Schirm hatte, vergessen habe, unter den Tisch fallen habe lassen, schreibt es bitte in die Kommentare rein, würde mich interessieren, weil ich ja auch immer neugierig bin, wo ich vielleicht meinen Blick da vergessen habe hinzuwerfen. In diesem Sinne, macht's gut, unterstützt gerne den Kanal, abonniert ihn und bis die Tage, euer Christoph. Tschüss.